Okay, Christian, du hast uns auch vom mobilen Lernen im Weinberg erzählt. Sehr spannend. Wie war die Session? Ich würde sagen, die Session war gut. Wir hatten einen großen Raum mit viel Publikumszulauf und ich hatte vorhin dieses Gerät hochgehalten bei der Session-Vorstellung und ich glaube, das hat so einen Effekt verursacht, dass viele gesagt haben, oh, wir wollen wissen, was das für ein Rahmen ist, in den letztlich ein iPad eingesetzt werden kann von hinten. Und das Ziel bei unserem Projekt ist ja, dass wirklich draußen und mobil gelernt werden kann von Winzermeistern, von in der Hauswirtschaft. Was haben wir noch an Zielgruppen? Wir haben Pferdewirte als Zielgruppe, also das sind so die, die aus dem Bereich der ländlichen Erwachsenenbildung kommen. Wir haben die Tierhausfrauen, die eine iPad-Party veranstalten. Und bei dem zweiten Kooperationspartner in unserem Modellprojekt, da geht es um Bildung im Sport. Also das heißt, da sind diese Geräte dann, diese mobilen Aufnahmeeinheiten in Turnhallen oder auf dem Sportplatz im Einsatz. Hochspannend, weil das Gerät habe ich noch nie gesehen, hat mich fasziniert. Kannst du zwischendurch mal was sagen zum Gerät selber, futuristisch, frisch vom Mars? Ja, fast, also frisch aus den USA. Ein Crowdfunding-Projekt nennt sich The Padcaster und ist jetzt in diesem Fall fürs iPad Mini, also die kleine Variante, gibt es aber auch für das große iPad. Und leider nur fürs iPad, da ging schon in Rumoren durch die Session, aber vielleicht kurz, warum iPad? Nur deswegen, weil sie eben im Bereich Video und Zusatzequipment die sind, die am meisten Auswahl bieten. Ansonsten wäre jedes andere Tablet genauso gut geeignet. Und warum haben wir dieses genommen? Nämlich einfach deswegen, weil es einen stabilen Rahmen bietet, wirklich im Außeneinsatz brauchbar ist, weil eine Vorsatzlinse vorgeschraubt werden kann, sowohl Weitwinkel als auch Tele und weil ich ganz viel Zubehör außen stabil dran festmachen kann. Sieht auch sehr stabil aus, ist sehr handlich. Was mich noch erschreckt hatte, ist also im positiven Sinn à la Tupper-Party mit so Landfrauen. Ja. Wie kam das zustande? Das ist eine Mischung aus Marketing-Idee und weil es klingt gut, glaube ich, und es führt zu so einem Aha-Effekt, auch beim Ministerium zum Beispiel. Aber eigentlich didaktisch begründet steckt dahinter, dass wir eine Zielgruppe, die sich dem mobilen Lernen noch nicht so zugewandt hat, nämlich die Landfrauen, die in der Regel ja über 60 Jahre alt sind, wenn sie denn so ein Angebot buchen, den ersten Einblick in das Lernen mit mobilen, mit modernen Medien nehmen und vielleicht sogar so ein Gerät das allererste Mal in der Hand haben, aber sehr schnell in einem halben Tag damit umgehen können und auch direkt Anwendungsszenarien kennenlernen, nämlich Kommunikation mit Personen aus ihrem Familienkreis. Das fand ich sehr spannend. Wie waren die Reaktionen oder hast du Fragen dazu gekriegt aus dem Plenum? Also ich glaube, es war zu sehen, dass viele sich überlegen, ob man nicht mit der Mobilität der Geräte und auch mit dem reduzierten Preis seine Bildungsangebote aufwerten kann, letztlich auch in Unternehmen natürlich. Wir haben dann noch viel drüber gesprochen, wie ist es denn mit selbst mitgebrachten Geräten, also Bring-Your-Own-Device-Strategien, kamen da letztlich zu dem Schluss, dass da ein großer Mehrwert für die Bildung drin liegen kann, aber auch einige Gefahren und Hürden zu nehmen sind. Gerade in Unternehmen müssen die Sicherheitsstrategien angepasst werden. Und für Bildungsorganisationen, für uns in der Weiterbildung ist wichtig, WLAN überall kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit mobiles Lernen mit solchen Geräten überhaupt machbar wird, sinnvoll wird. Ja, sehr spannend. Darf man fragen, was das ganze Equipment jetzt hier ohne iPad so kosten würde, nur so als Idee? Ja, also der Rahmen kostet ungefähr $80, wird in den USA bestellt. Dazu eine Vorsatzlinse, die ist billig, weil es gibt keine guten für dieses Schraubformat mehr, 20, 30 Euro. Und ein Mikrofon aus dem semiprofessionellen Bereich für 130, aber das ist auch wirklich gut und ist gerichtet, also macht Sinn, das anzuschaffen. Die Beleuchtung habe ich vergessen. Die kleine Lampe hier, vielleicht 40 Euro, da kann man aber auch gut 120 investieren für ein größeres Licht. Immer mit Akkubetrieb, damit es mobil bleibt. Sehr spannend und sonst noch Reaktionen aus dem Publikum? Ja, ich glaube, der Corporate-Kontext hier bei dieser Veranstaltung hat eher so die Erwartungshaltung geschaffen. Wir lernen in der Zeit in unserem Modellprojekt mit 2000 Lernenden oder 5000 oder vielleicht 10.000. Wir sind klein und bescheiden, kleines Modellprojekt mit kleinem Kostenvolumen. Wir haben tatsächlich manchmal 10 Teilnehmer und reden da schon drüber. In dem Status sind wir, aber ich glaube, es ist skalierbar. Die Erfahrungen, die wir machen, die sind durchaus auch für größere Gruppen.
geeignet. Und es ist ja ein Innovationsbereich. Also in der Weiterbildung ist mobiles Lernen lange nicht angekommen. Das ist so. Darum kleines Budget, riesengroßer Erfolg. Vielen herzlichen Dank, Christian. Super, danke.